Hallöchen, meine lieben Freunde, und willkommen zu Pokémon Schwarz 2 Nuzlocke Challenge. Ja, ich bin Sephiron und ich spiele heute zusammen mit euch die zweite Edition von der fünften Generation. Man könnte behaupten, es sei die 5,5. Generation oder Edition, wie auch immer, das dem Namen her klar eine Fortsetzung zu Pokémon Schwarz um Pokémon Weißes, okay? Pokémon Black and White 2 ist unser neues Projekt hier auf dem Kanal und ich kann euch schon ein paar Infos dazu geben. Das wird ein sehr, sehr spannendes und hartes Abenteuer einerseits. Und jetzt gut aufgepasst, weil es blind ist. Ja, ich habe noch nie Black and White 2 gespielt. Ich habe vor Jahren, ich glaube ein einziges Mal, die schwarze oder weiße Edition gespielt, als sie rauskamen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist definitiv diese Edition, die mir am wenigsten im Kopf blieb. Also noch weniger als die vierte Generation. Und deswegen bin ich extrem gespannt auf diese Edition. Man kann sagen, es ist blind. Es ist auch komplett blind, weil, wie gesagt, Schwarz 2 ist die Fortsetzung und die habe ich noch nie gespielt. Nicht nur, dass ich sie blind spiele, sondern wir spielen sie direkt in der Nuzlocke Edition. Und jetzt kommt's, Freunde, im Hürdenmodus. Ja, der Hürdenmodus, würde ich jetzt mal sagen, ist ein Modus, den man bei Beendigung des Spiels erst freischalten kann. Und er beinhaltet, ich würde mal sagen, eine höhere Schwierigkeit. Das bedeutet, dass die ganzen Gegner höher geleveltere Pokémon haben, dann kämpfen sie strategischer und besser, so zumindest im PokéWiki-Eintrag, und sie benutzen teilweise andere oder neue Pokémon oder mehr Pokémon, die wiederum andere oder krassere Attacken besitzen, so in dem Sinne, okay? Also es ist quasi die Pokémon Schwarz-Edition auf Steroide, auf Agro gestellt. Und ja, ich würde sagen, wir starten einfach mal ins Spiel, Freunde. Seid gespannt. Es gibt noch ganz, ganz viele Infos, die ich euch noch erzählen will. Aber bevor es losgeht, kümmern wir uns mal um die Story. Wer sind wir eigentlich? Und wer ist die Olle hier? Hi, wie geht's? Willkommen in der Welt der Pokémon. Ich bin Professor Esche. Ja, der Baum Esche. Wahrscheinlich der unnötigste Baum. Ich würde mal sagen, oh Gott, wie nennt man die Leute? Gärtner? Nein, nicht Gärtner. Die sich mit der Flora und der Fauna auseinandersetzen. I don't know. Würden wir wahrscheinlich jetzt widersprechen, aber Professor Esche ist auf jeden Fall der unnötigste Baum in diesen ganzen, ne? Keine Ahnung. Sogar Professor Kukui war cooler, obwohl Professor Kukui ja nicht wirklich so ein Professor ist. Keine Ahnung. Anyways, Freunde. In meinen Augen ist die fünfte Generation die schlechteste Pokémon-Edition aller Editionen. Aber das habe ich schon bei der vierten Generation gesagt. Und als wir die Platin-Nuzlocke gespielt haben, Freunde, oh mein Gott, wie bin ich da eskaliert. Mittlerweile ist die Platin-Edition in meinen Augen nach sogar einer der besten oder der besseren. I don't know, Freunde. Ich bin sehr gespannt und auch gespannt auf eure Meinung. Denn viele haben gesagt, nee, die vierte Generation ist cool. Ich dachte so, ja, die labern nur und so. Aber die vierte Generation war wirklich cool. Jetzt bin ich gespannt auf die fünfte Generation. Insbesondere auf die Black 2 Edition. Und das im Hürdenmodus. Da bin ich wirklich sehr gespannt, Freunde. Die Leute nennen mich auch die Pokémon-Professorin. Da musste man die Quote wohl ein bisschen ausgleichen. Deswegen wohl mal eine Professorin. Ne, gab's ja noch nicht allzu oft in Pokémon-Franchise. Wie du vielleicht weißt, wird diese Welt von Wesen bevölkert, die man Pokémon nennt. In den Pokémon schlummern geheimnisvolle Kräfte. Begegnen kann man ihnen beinahe überall. Und es gibt eine große Vielfalt an unterschiedlichen Arten und ihren... Unter ihnen, Arno. Die Pokémon und wir Menschen ergänzen uns ganz ausgezeichnet. Wir führen ein Leben in Eintracht. Es ist irgendwie immer dasselbe, ne? Die Intros sind immer irgendwie genau. Also es ist eins zu eins derselbe Text, nur ein bisschen anders formuliert. Um das Band der Freundschaft zu seinen Pokémon zu stärken, ist es sehr beliebt, mit ihnen gegen die Teams anderer Trainer zu kämpfen. Tja, und ich habe mein Leben der Erforschung der Pokémon gewidmet. Tja. Alright, aber genug von mir. Erzähl mir doch lieber ein bisschen was über dich. Ja, ich bin Sephiron und ich mache auf meinem Channel
Ich würde mal sagen, großteils Pokémon-Content. Falls du neu auf dem Kanal bist und meine anderen Nuzlocks noch nicht gesehen hast, dann guck sie dir unbedingt an, okay? Wir haben eine Pokémon Alpha Saphir Nuzlocke-Challenge gemacht. Wir haben eine Pokémon X-Egglock gemacht. Wir haben eine Pokémon Platin-Nuzlocke-Challenge gemacht. Wir haben eine Pokémon Mond-Nuzlocke-Challenge gemacht. Und jetzt machen wir eine Pokémon Schwarz 2 Nuzlocke. Wer nicht weiß, was eine Nuzlocke ist, der darf gerne einen Blick in die Videobeschreibung werfen, denn da sind alle Regeln drin aufgelistet. Eine Nuzlocke ist im Endeffekt nichts anderes als ein Durchspielen einer Pokémon-Edition mit ein paar selbst hinzugefügten Regeln. Die bekannteste und berüchtigste Regel wohl bei solchen Nuzlocks sind: Wenn einmal ein Pokémon K.O. geht, dann ist es tot und man darf es nie wieder verwenden. Das bedeutet, man muss extrem aufpassen, dass die Pokémon eben nicht sterben, damit man irgendwie durchs Spiel kommt. Wenn alle Pokémon K.O. bzw. gestorben sind, dann hat man offiziell verloren. Okay, weitere Regeln findet ihr, wie gesagt, in der Videobeschreibung. Das hier ist eine Hardcore-Nuzlocke, so wie ich sie immer mache. Das bedeutet, ich benutze praktisch keine Items außer mein Gegner heilt sich und so weiter, aber das, wie gesagt, das könnt ihr alles in den Regeln lesen, aber einfach nochmal drauf aufmerksam gemacht, ich nehme das Ganze immer so ein bisschen ernster oder so ein bisschen weiter als die meisten Nuzlockes, deswegen entstehen oftmals extrem prickelnde, brisante und spannende Situationen, vor allem gerade die letzte Nuzlocke, die Platin-Nuzlocke, und ich glaube, da könnt ihr, da können alle mir zustimmen, die gesehen haben. Die war einfach nur unglaublich heftig. Und mit Pokémon Black 2 im Hürdenmodus haben wir offiziell die allerschwierigste Edition. Da zumindest ein einziger Endboss oder Abschlussgegner wohl als der härteste Pokémon-Trainer in der gesamten Historie oder des gesamten Franchises bekannt ist. Und ich spiele das Ganze hier blind und im Hürdenmodus. Okay, also ich bin sehr gespannt, ob ich dieser Herausforderung gewachsen bin. Was ich noch ganz kurz erwähnen möchte, Leute, da wir gerade den Part gestartet haben, keine Sorge, der geht wie immer ein bisschen länger, damit wir uns ein bisschen chillen, ne? Ein bisschen Zeit miteinander verbringen können. Alles easy peasy, lemon squeezy. Ich bin typisch in Black and White Manier gekleidet, meine Freunde. Mit dem Schlingel-Merch am Start, ne? A.K.A. Black and White. Leute, wir sind ein Junge. Wir starten tatsächlich ins Spiel. Und auch wenn mir die Frisur dieses Typen irgendwie nie ganz geheuer war, kommt er eben doch noch ein bisschen mehr in Frage als das Mädel nebendran. So, wir nennen uns wie natürlich in jedem Spiel und überall und ne, egal was wir tun, Blöps, genau gleich, denn unser Name ist... Mal schauen, ob es passt. Wow! Wow, es passt nicht! Wow, ich dachte mir schon, dann nennen wir uns in dieser Edition eben Sefi. Okay, das ist der Spitzname. Sephiron, Sefi. Alright. Oh Mann. Wow, die erste Pokémon-Edition, die meinen Namen, glaube ich, nicht komplett reinnehmen kann. Okay. Ich bin übrigens extrem gehypt auf diese Edition. Es ist die fünfte Generation. Es ist in meinen Augen die schlechteste, beziehungsweise an die ich mich am wenigsten erinnern kann. Aber in dieser Generation, diese Generation hat etwas Tolles hervorgebracht. Und das ist mein persönliches Lieblings-Pokémon namens Zoroark. Beziehungsweise Zoroark. Und das ist ein 5th-Gen-Pokémon. Ich bin sehr gespannt, ob wir in diesem Playthrough einem Zoroark begegnen werden. Sefi lautet dein Name also, ist es richtig? Yay! Wirklich ein sehr schöner Name. Würdest du mir jetzt noch ein wenig über deinen Rivalen erzählen? Den Jungen aus der Nachbarschaft, meine ich. Wow, der Typ sieht badass aus, ne? Der sieht viel cooler aus als ich, Alter. Matisse? Wow. Wie nennen wir den Jungen? Ich bin gerade richtig planlos, Leute. Ihr müsst wissen, ich habe keine Ahnung, was für einen Starter ich nehmen möchte. Ich habe keine Ahnung, dass wir überhaupt einen Rivalen haben und wie der so vom Charakterlichen her ist. Wisst ihr was? Wir nennen den Boy mal... Da werden sich jetzt wahrscheinlich eine wieder getriggert fühlen, aber wir nennen den Boy einfach mal Cancer.
Das ist Cancer, ne, der Krebs, weil er ein rotes Shirt anhat oder eine rote Jacke. Mal gucken. Cancer also. Stimmt das so? Ja, Mann, der Typ ist purer Cancer, Alter. Wie diese Edition. Oder vielleicht doch nicht. Wir werden es herausfinden in diesem Playthrough, meine Freunde. Das ist auf jeden Fall Cancer, Digga. Ich werde dir jetzt ein Pokémon anvertrauen. Es wird dir ein ganz, ganz wichtiger Kamerad sein. Der Moment, in dem du das Pokémon auswählst, das fortan dein Partner auf deiner Reise sein soll, markiert den eigentlichen Startpunkt der Geschichte, die dich erwartet. Tja. Auf deiner Reise wirst du vielen Pokémon begegnen und mit vielen Menschen und ebenso vielen unterschiedlichen Ansichten in Kontakt kommen. Oh ja, das ist immer so ein Ding im Pokémon, ne? Die Ansichten einiger Gruppierungen, Teams, wo ich sehr gespannt bin, weil ich halte das Team in dieser Edition für das schlechteste fucking Team ever. Aber hey, vielleicht ändert sich mein Mal. Ich bin so voreingenommen. Ich bin so unglaublich voreingenommen, aber ich habe halt das Spiel nicht als besonders gut in Erinnerung, Leute. Wer weiß, vielleicht, ne, ändert sich das. Ich hoffe, du wirst aus all diesen Begegnungen etwas ganz Wichtiges für dein Leben mitnehmen. Ganz recht, du wirst viele Freundschaften mit Menschen und Pokémon schließen und an ihnen wachsen. Das ist das eigentliche Ziel des Abenteuers, das nun vor dir liegt. Dann mal los, begib dich in die Welt der Pokémon. Alright, Freunde, ich bin sehr gespannt. Es ist Sommer? God damn, Bullshit, Digga. Es ist Winter eigentlich, aber in Ordnung. Game Freak präsentiert. Oh, Leute, ich freue mich so auf diese Edition. Pokémon Schwarze Edition, Teil 2. Und ich habe nicht mal eine Ahnung, wo wir stehen. Leute, ihr müsst euch vorstellen, ich habe die Edition mal gespielt, als sie rauskam vor 10 Jahren oder so. Da war ich selbst noch ein Teenager, so ein ganz kleiner Bub. Und ich habe null Erinnerung an dieses Spiel, Alter. Und im Endeffekt weiß ich auch nicht, ob das, was wir hier sehen, das ist, was ich kenne, weil, naja, es ist Black 2, nicht Black, okay? Wer zum Teufel bist du? Hi! Oh, Professor Esche? Ich habe ja schon dich habe ich ja schon ewig nicht mehr gehört. Wie geht's denn? Oh, ein Pokédex? Etwa für mein Kind? Oh, yo, du bist mein Mutti? Yo, okay, alright. Ich dachte schon, die Sonne-Mond ist hot, aber die scheint ja noch ein bisschen... Krasse Chica, Alter. Warum sind unsere Mütter immer so hot? Damit die Professorin was zu knallen haben. Aber das Problem ist, in dieser Edition ist die Professorin eine Frau. Warte mal... Ich will mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber seien wir hier einfach mal politisch korrekt, okay? Es ist völlig in Ordnung. Nein, darauf will ich gar nicht weiter eingehen. Was ist mit mir los, Leute? Ich freue mich einfach, in dieser Edition zu sein und mal wieder ein neues Pokémon-Spiel zu entdecken. Ich habe mir immer gewünscht, dass es bald auf Reisen geht. Dein Kind? Du willst, dass es auf Reisen geht, Digga? Das ist ein Kind! Wie? Dieses Mädchen ist also schon hier? Es ist immer das Gleiche. Kaum ist etwas beschlossene Sache, setzen sie es immer sofort in die Tat um. Belle heißt sie also, alles klar. Mit einer großen grünen Mütze. Okay, kein Problem. Was für ein Stranger Call. Okay, sind wir hier zu Hause? Sefi, ich bin wieder zu Hause. Okay, und da sind wir also. Wow. Alright. Expeditionsregel Nummer 1. Ja, okay. Diese Regeln kennen wir natürlich als etablierter Pokémon-Trainer. Ein frisch gemachtes Bett. Was liegt denn darauf? Sind das Beeren? Prunusbeeren? Leute, übrigens. Ne, ich werde jetzt den Upload-Plan ein wenig ändern. Ihr werdet es sehen. Black and White 2 wird eine relativ große Rolle auf dem Kanal spielen und wird so manches anderes ein bisschen verdrängen. Bisschen, alles cool, Leute. Einfach damit ihr ungefähr wisst. Aber natürlich kommt nicht jeden Tag eine Folge. Das wäre ein bisschen zu viel des Guten. Deswegen, falls ihr nicht warten könnt auf neue Folgen, guckt euch doch unbedingt die anderen Nuzlocks an. Wirklich, ich kann sie nur empfehlen. Wenn ich jemals etwas auf meinem Kanal empfehlen kann oder empfehlen konnte, jemals, period, dann sind es die Nuzlocks. Denn die kann ich wirklich
von ganzem Herzen nur empfehlen. Ich bin wirklich sehr zufrieden mit jeder einzelnen davon. Und falls ihr nicht warten könnt, dann guckt euch die Playlists durch. Da gibt es so viele Nuzlocke-Challenges mit mir und absolut krassen Pokémon. Oh mein Gott, Leute. Die ganzen Insider. Holy shit. Sternchen, Blümchen, Pampers. Naja, ihr wisst Bescheid, Leute. Ihr wisst Bescheid. Wer schon ein paar Nuzlocke mit mir gesehen hat, der weiß ganz genau, was hier abgeht. Und ich hoffe, dass es in dieser Edition ebenfalls, ich würde mal sagen, ein paar MVPs gehen wird. Ne? Ein paar MVP-Pokémon. Most Valuable Pokémon, meine Freunde. Aber jetzt starten wir doch einfach mal ins Spielgeschehen. Kennst du Professor Esche? Sie ist eine Pokémon-Wissenschaftlerin und ich kenne sie schon ewig. Ich habe mich vorhin endlich mal wieder mit ihr unterhalten. Das kommt jetzt ein wenig plötzlich, Sefi, aber möchtest du einen Pokémon-Partner? Nee, what the fuck, Alter. Natürlich, Alter. Wer will kein Pokémon haben, hä? Wer will kein Pokémon haben? Sehr schön. Das hätten wir also schon mal geklärt. Und sag, weißt du, was ein Pokédex ist? Ja, ich weiß, was ein Pokédex ist. Alles cool. Klar, weißt du das. Ich meine, du bist schon Pokémon-Champion der Sinnoh, der Kalos-Region von Höhen und von Alola auch. Ne? Von überall. So, ist es nicht toll, wie er automatisch alle Pokémon einträgt? Ja. Der Pokédex in diesen Generationen hatte noch nicht so viel Sinn wie in Sonne und Mond. In Sonne und Mond ist er wirklich gut umgesetzt, muss man sagen, aber in diesen, naja, eher nicht. Weißt du, wie du die Tasche öffnest? Ja, Mutti! Okay, lass mich mal chillen jetzt, Mann. Was ist mit dir los? Leider können wir noch nicht rennen, da die Turbo-Treter, glaube ich, in diesem Spiel noch recht aktuell sind, sage ich jetzt mal. Alright. Das ist ein Flampivian. Bäh, eines Riesenrads. Ein Flampion. Wow, ich liebe Flampivian. Also, es gibt ein paar Pokémon in dieser Generation, die finde ich echt cool, ne? Es gibt ein paar Pokémon aus der 5. Gen. Nicht Unrat Tytox. Die finde ich wirklich cool. Was haben wir hier? Eine Wii-Konsole! Brrr, du bist 2 Generationen zu spät! Die fucking Nintendo Switch ist gerade rausgekommen. Wer spielt denn bitte mit einer Nintendo Wii? Mutter, willst du mich eigentlich veralbern? Alle anderen Kinder haben schon die Switch und ich bin hier mit einer Wii abgespeist? Digga, du liebst mich nicht. Du liebst mich einfach nicht. Übrigens, Freunde, nur noch ganz kurz und dann haben wir es geschafft. Das Schlingel-Merch, ne? Einfach nur, weil ich die Fragen schon wieder sehen werde. Mit den ganzen Schlingel-Designs und so weiter, wo man krass Bizeps flexen kann und so, die findet ihr in meinem 3D-Supply-Shop. Der Link dazu ist ebenfalls in der Videobeschreibung. Ist auf jeden Fall mal wert, da reinzugucken, Freunde. So, okay. Nichts wie los. Wow, also es ist ehrlich gesagt ein bisschen strange. Platin und Schwarz-Weiß 2 ist gar nicht mal so unterschiedlich. Jetzt von der Grafik her, von der ganzen Aufmachung. Die Musik ist ganz angenehm, ist okay. Nichts, was mich jetzt prägen würde fürs Leben, aber es ist auf jeden Fall okay. What? Yo, Cancer! Hi, hast du jetzt endlich ein Pokémon? Hier in der Gegend gibt's keine Trainer und ich fange langsam mich an zu langweilen. Was? Ein Mädchen namens Belle gibt dir ein Pokémon? Im Ernst? Schwester von Kenza! Du bist die Schwester! Oh, wie niedlich die aber ist, ne? Die ist so richtig putzig, richtig klein. Divi! Wenn du ein Pokémon bekommst, musst du ganz lieb zu ihm sein. Oh je, da geht's wieder los mit den ganzen Stimmen, ne? Die einige richtig triggern werden. Genau. Alles klar, dann wollen wir mal dein Pokémon abholen gehen. Ich habe nämlich schon noch viel vor. Und daher brauche ich neben meinem Partner noch einen Pokémon. Partner meinem Pokémon auch noch einen menschlichen Kameraden, auf den Verlass ist. Ja, aber ich bin dein Rivale, Digga. Ganz recht, damit meine ich dich. Du scheinst mir nämlich schwer auf Draht zu sein. Geh du schon mal heim. Okay, Bruder Herz. Bis bald, Sevi. Alles klar, dann gehen wir mal Bell suchen. Okay. Uno momento, bevor wir irgendetwas hier tun, ne? Okay, bevor wir irgendetwas tun. Texttempo auf 3. Die Animation bleibt natürlich an, aber der Kampfstil wird von Tausch auf Folge gestellt. Ganz einfach deswegen, weil, das zu den Nuzlocke-Regeln gehört, meine Freunde. Da wir jedes Mal switchen müssen, wenn ein böses
Pokémon auf uns zukommt. Insbesondere im Hürdenmodus dürfte mir das ein Stein im Weg sein. Okay. Leute, es tut mir wirklich leid. Ich spiele dieses Spiel blind. Ich habe null Plan, wo diese Bälle ist. Die Aussicht auf Route 19 von der Aussichtsplattform ist der Stolz von Aventura City. Aventura. Ist das die Anfangsstadt hier? Wow, das ist ein Pokémon Center. Gehen wir mal ins Pokémon Center rein. Hä, warte! Ich war vorhin im Pokémon Center, habe dort aber keine entsprechende Person angetroffen. Okay. Dann nehme ich mal an, dass, hier ist die Trainerschule. Okay. Die Trainerschule wurde erst gerade vollendet. Sobald der Arenaleiter die Lehrstelle besetzt hat, darf man dort rein. Okay. Okay. Also wir können anscheinend noch gar nichts machen hier. I guess wir müssen hier lang? Warte mal, der alte Mann hat was vom Aussichtsplattform erzählt. Das ist hier oben. Können wir hier hoch? Okay, ich gehe mal davon aus, dass wir hier hoch können, sonst... Oh, hier oben, sagst du mir das? Oh, jetzt verstehe ich. Die Aussichtsplattform ist wohl der bekannteste Platz von Aventura City. Diese Belle ist also bestimmt dort oben und genießt die fantastische Aussicht. Dann mal los, geh und hol dir dein Pokémon ab. Okay, du bist also Belle, aber wer zum Teufel... Stellt euch mal vor, ihr steht da so auf einem Aussichtspunkt und da kommt einfach so ein Typ neben euch und guckt einfach dahin. Und auf einmal berühren sich so eure Hände. Yo! Oh, das ist schön! Hey du, siehst du das auch so? Leute, ich muss aufpassen, dass ich den häufig vorkommenden Charakteren nicht allzu aufwendige und krasse, unnötige, stimmbänderbelastende Stimmen gebe. Oh, ich heiße übrigens Belle. Ich bin Professor Ashs Assistentin. Ach ja, ich suche jemanden. Kennst du vielleicht Sefi? Ja, ich bin Sefi. Moment mal, du bist Sefi? Wow, du bist ja genauso wie alle sagen. Warum hast du mich dann nicht erkannt? True. Aber du siehst ein bisschen intelligent, intelligent? Speziell aus. Wie komme ich auf intelligent? Wahrscheinlich, weil sie eine Brille anhat. Eine rosa, ne? Oder was auch immer das ist. Ich hoffe, das ist eine Brille. Freut mich sehr. Also, ich möchte dich etwas fragen. Würdest du uns vielleicht helfen, oh Gott, alle Seiten des Pokédex zu füllen? Junge, weißt du, wie viele Pokémon es mittlerweile gibt? Irgendwie fast 800? Oh, warte mal. Nee, das ist erst die fünfte Generation. Tja, dann wird das wohl noch klar gehen, Leute. Dank deiner Mithilfe wird Professor Ashs Forschung große Fortschritte machen. Außerdem macht es einfach riesen Spaß, die Seiten zu... da kann man sich so ein bisschen drüber streiten, aber in Ordnung. Solltest du mir nicht ein Pokémon geben? Alles klar, hier, bitte. Yo, die geben mir einfach so ein Pokémon? Einfach so? Die geben mir einfach so ein Pokémon? Ja. Okay, also ich bin auch nicht hierher gezogen oder muss den Professor noch kennenlernen, sondern die kennt irgendwie meine Mutter und meint so, yo, lass mal deinen Sohn, ne, deinen Sohnemann hier, lass ihn mal ein bisschen die Welt bereisen. Wow, Leute, und ich glaube, das hier wird auch gleich die schwierigste Entscheidung werden, die ich zu treffen habe, einfach weil ich null Plan habe, welches Pokémon ich davon nehmen soll. Das Ding ist, Otaro oder, wow, ich weiß nicht mal, wie die Entwicklung heißt. Irgendwas mit A. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, dieses Pokémon ist Müll in Competitive. Naja, was heißt Müll? Es ist schlecht, okay? Es ist nicht viable. Dieses Ding hier kann man verwenden, ne? Aber, es ist einfach das schlechtere Panferno, das schlechtere Logok. Serpifeu, beziehungsweise Serpiroyal wiederum, kann man sehr gut verwenden im Competitive. Aber, und hier kommt das Aber, nur mit der speziellen Fähigkeit, die Umkehrung heißt. Und Blättersturm, Spam, etc. Ne, wisst Bescheid. Ich hab null Plan. Ich gehe mal wieder davon aus, dass Serpifeu das schwierigste Pokémon sein wird, weil Pflanzen haben sehr viele Schwächen. Naja gut, sehr viele nicht, aber trotzdem einige, ne, Flug, Feuer, da... Gibt's das eine oder andere Pokémon, dann Käfer, was ganz am Anfang ein Problem sein könnte?
Mit Floink hat man ein relativ solides Pokémon, gerade am Anfang, wenn man Käfer zerstören muss und auch vielleicht, ich weiß nicht, ist die erste Arena mal wieder eine Steinarena, dann kann man Kampfattacken vielleicht glänzen oder so, I don't know. Und dann haben wir noch Otaru, aber wow, ey Leute, ich kann mich wirklich gerade nicht entscheiden. Ich kann mich nicht entscheiden, Leute. Holy shit. Ah, okay. Was würdet ihr nehmen? Schreibt es mal in die Kommentare. Was war euer erster Starter? Habt ihr es bereut? Würdet ihr jetzt was anderes nehmen? Ich tendiere schon dazu, Floink zu nehmen. Das Ding ist, ich würde gerne Serpifeu nehmen. Aber um ehrlich zu sein, glaube ich, dass es mit Serpifeu ein bisschen zu schwer wird, vor allem in der Blind Nuzlocke. Außerdem hat es keine Umkehrung. Und Floink ist halt das Pokémon, was ich am ehesten nehmen würde. So, okay. Es ist mal wieder ein Feuer-Pokémon, aber hey, wir haben in der Pokémon Mond Edition bereits nicht das Feuer-Pokémon, sondern das Pflanzen-Pokémon gepickt. Deswegen glaube ich, kann man mit Floink. Naja. Ich würde mal sagen, machen wir keinen allzu großen Fehler, okay? Sevi erhält das Floink. Hey, cool. Alright. Wow. Also, das ist Floink. Passt ja echt prima zu dir. Was willst du damit sagen, hä? Dass ich ein dickes Schwein bin? Okay. Sag, möchtest du dem Pokémon deiner Wahl vielleicht noch einen Spitznamen geben? Natürlich wollen wir das. Denn es ist eine Nuzlocke. Und die Pokémon bekommen alle Spitznamen. Okay. Und ich weiß auch schon ganz genau, wie ich das Ding nennen werde. So. Wir nennen das Ding Puggy. Wo haben wir eigentlich Puggy? Where the hell is Puggy? Okay, Moment, Leute. Ich weiß, wo Puggy ist. Hui! So, Leute. Hier haben wir Puggy. Ne? Puggy wird uns jetzt auf unserer Reise begleiten. Die setze ich mal hier hin. Zack. Somit kann Puggy immer zugucken. Ne? Und wenn es dann stirbt, naja, dann verbrennen wir es eben. Oder auch nicht. Holy shit. Ja, ich bin ziemlich zufrieden mit Puggy. Ziemlich zufrieden. Er macht einen guten Job, ne? Wenn man ihn streichelt, bekommt man bekanntlich bessere Items. Gut, und als nächstes bekommst du natürlich den... Wow, also ich bekomme alles schon, ne? Ich muss nicht mal zur Professorin. Ich bekomme alles schön in die Hand gedrückt, geschenkt. Alright. Ich habe einen fucking Puggy und ich habe... Okay, cool. Okay, Leute. Stunde der Wahrheit. Wesen und Stats unseres Pokémons. Ein stilles Wesen. Ich glaube, das ist nicht so gut. Wo sehe ich die? Ja. Warum? Game Freak! Warum muss ich immer die schlechtesten Wesen bekommen, Alter? Dieses Ding wird ein Kampffeuer-Pokémon, was physisch angreift. Und natürlich muss der Angriff schlecht sein und die Spezialverteidigung gut. Gut. Ich sehe das schon kommen. Naja, anyways, Freunde. Wir geben uns zufrieden mit Puggy, auch wenn es nicht das perfekte Pokémon ist. So, alright. Dann würde ich behaupten, gehen wir mal zurück. Oh nein. Hey, wie lange willst du mich eigentlich noch warten lassen? Hä? Was ist das? Das ist also dein Partner? Dieses fette Schwein? Das freut mich für dich. Meine Schwester hat dir ja auch schon gesagt, dass du dich gut um dein Pokémon kümmern musst. Vergiss das nicht. Was ist das für ein Ding, was du da in den Händen hältst? Das ist ein Pokédex. Ich will auch einen Pokédex, bitte. Ich will stärker werden. Yo, der Junge ist richtig Cancer, ne? Wenn ich einen Pokédex hätte, könnte ich mehr über Pokémon lernen. Ich würde stärker werden, nicht? Oh je, der Boy ist wirklich, ne? Und wer bist du? Ich bin Cats! Ich bereise mit meinem Pokémon-Partner die Einalregion auf der Suche nach etwas sehr Wichtigen. Nach etwas Wichtigen? Er hat ein Motiv? Okay. Wow, das ist etwas Neues.
Na gut, ich kenne zwar deine Beweggründe nicht, aber eine Reise ist immer etwas Gutes. Und wie der Zufall so will, habe ich noch einen Reserve-Pokémon. Ja, klar. Die Verbreitung der Pokémon ist ganz anders als noch vor 2 Jahren. Je mehr wir also sind, desto besser. Okay, der bekommt jetzt einfach so einen Pokédex. Alright. Dann lasse ich euch mal alleine. Natürlich. Dann wollen wir mal sehen, was du als Trainer so drauf hast. Ich trete mit meinem Otaro an, das ich schon seit seinen Tagen als Ei kenne. Bullshit! Das ist gerade von ihr geklaut. Weil du gar nicht wissen kannst, dass ich Floinka habe, du Assi. Oh je. Der erste Kampf gegen Cancer! Sieg gegen Cancer. Alright. Jetzt bin ich gespannt. Otaro. Wir haben ein Minus-Angriffswesen. Dafür haben wir ein Plus-Spezial. Es ist egal. Er ist auf Level 6. Yo! Schon der erste Trainer ist ein Level höher. Yo! Das geht ja gar nicht klar, Alter. Kann ich mit einem Routenschlag deine Death droppen? Tackle. Holy shit. Okay, das macht 5 Schaden. Kann ich dich umbringen mit 2 Tackeln? Oh je, Leute. Ich will nicht hier schon verlieren. Wir outspeeden ihn zum Glück. Wow, das wird ein Two-Hit. Das wird jetzt ab jetzt ein Two-Hit. Ich outspeed ihn aber. Wenn er nicht crittet. Oh, oh, Routenschlag. Aber ich glaube, ich sollte ihn killen. Wird's ein Three-Hit? Yo, Leute! Es ist schon jetzt wieder. Ne, da merkt man wieder. Oh mein Gott, er killt nicht. Kann ich das überleben, please? 4 KP! Okay, outspeede und töte dieses dreckige Otaro-Mann. Und jetzt crit ich natürlich. God damn it. Wow, und ich glaube, in dieser Generation waren Crits auch nochmal 2. Holy shit. Okay, Puggy kommt auf Level 6. Kriegt 2 KP und vom Rest alles 1. Naja, wir kriegen gleich noch ein Level geschenkt. GG, meine Freunde. Er lernt Glut. Ja, das ist doch schön. Du konntest nicht du konntest mich nicht gewinnen lassen, ne? Oh je, da muss man anscheinend die Texte sehr, sehr schnell vorlesen. Ansonsten, ne? Ich hab verloren. Die Kämpfe gegen wilde Pokémon sind echt ganz anders, was? Ja, aber egal. Ich bin froh, jetzt zu wissen, dass ich mich auf dich als Trainer verlassen kann. Also dann, ich gehe schon mal vor. Trainier fleißig und werde noch stärker. Oh Leute, also wir sehen, wie das Niveau ist, ne? Die Levelkurve ist enorm heftig und die Crits, glaube ich, werden auch in dieser Lok wieder prasseln und das nicht nur zu unserem Gunsten, Leute. Eure Pokémon haben sich beide voll reingehängt, aber das Kleine ist noch schwach. Bestreite viele Kämpfe mit ihm, damit es bald stärker wird. Gut, gehen wir ins Pokémon Center und peppeln dein Pokémon wieder auf. Dort geht man hin, wenn dein Pokémon vom Kampf erschöpft ist. Okay. Oh je, Puggy, Freunde. Puggy, Puggy, Puggy. Mal schauen, wie lange Puggy überleben wird in dieser Nuzlocke. Die Pokémon-Center sind überall gleich. Los, gehen wir rein. Okay. Ist das nicht ein bisschen verallgemeinert, zu sagen, die Pokémon-Center sind alle gleich? Dann führe ich dich mal rum. Die Oldschool-Pokémon-Musik. Kannst du deine Pokémon umsonst heilen lassen? Was ich mich schon immer gefragt habe, wenn das umsonst geht, wer bezahlt eigentlich diese ganzen Pokémon-Center? Die Versicherung? Hat man Versicherung in der Welt von Pokémon? I don't know. Wenn deine Pokémon geschwächt sind, bring sie einfach hierher. Ich lasse dein Pokémon-Team heilen, also gib mir mal kurz einen Pokéball. Okay, okay. Alright. Als nächstes erkläre ich dir den PC. Ja, Kleine, ich kenne das doch alles. Ich kenne das doch. Ich bin Pokémon-Champ von den verschiedensten Generationen. Du musst mir das nicht erklären. Und wir erhalten Pokébälle. Und somit startet die Nuzlocke nun offiziell. Denn ab jetzt können wir Pokémon fangen. Wow, also ich bin beeindruckt, wie rassig und flott das Intro in dieser Edition geht. In Sonne und Mond geht's ja 2 Stunden.
Hier geht es tatsächlich, ja, wenn man das Ganze schnell machen würde, vielleicht 15 bis 20 Minuten. Das ist ja heftig. Wow. Als nächstes erkläre ich dir, wie du die Pokebälle, die ich dir eben gegeben habe, einsetzen kannst. Folge mir. Okay, dann gucken wir uns das mal an, Leute. Wir gehen mal dieser Bälle hinterher. Oh, meine Mutter und die Schwester von Cancer. Oh, schön dich kennenzulernen. Du musst Bell sein, stimmt's? Und Sefi hat sich offensichtlich für Floink entschieden, nicht wahr? Das passt irgendwie. Warum? Warum? Ich meine, gibt's da eine gewisse Ähnlichkeit? I don't know. Naja. Oh, ich hätte ja beinahe vergessen, dir die Turbo-Treter zu geben. Gib her, bruh. My boy. Gib her, Alter. Die sitzen wie angegossen. Hör mal, ich lese dir die... Oh Gott. Ja, ja, lass mich raten. Den B-Knopf drücken, um zu rennen. Wer hätte es gedacht? Okay. So, jetzt können du und Floink überall hinrennen. Das hier ist von mir. Was ist das? Ein Mandala? Oder ein Freundschaftsbuch? Verliebt in? Oh Mann. Die ganzen 90er-Kids werden's fehlen, yo. Verrate ich nicht. Ach, das ist die Karte. Okay. Wieso zwei Karten? Weil ich will, dass mein Bruder eine bekommt. Ah, und lass mich raten. Ich muss sie deinem Bruder bringen. Okay. Kann eine Karte nicht schaden. Wenn du eine Karte benutzt, dann... Ja, okay. Eine alle Region. Stimmt, das ist die eine alle. Junge, ich habe keinen Plan von Black and White. Bräh. Alright. Mama, kannst du mich jetzt mal gehen lassen? Ich will kämpfen. Zusammen mit Floink wirst du ganz viele Menschen und Pokémon begegnen. Ja, alles cool. Woo! Okay, nun können wir also rennen, meine Freunde. Und mit Floink zusammen können wir nun unser Abenteuer starten. Wir haben die Glut, Tackle. Ne? Glut ist ganz okay, weil unser Angriff ist eh mies. Anscheinend wird es ein spezieller Attacker werden in dieser Gen. Alter, also ich schwöre euch, ich weiß nicht, warum ich immer so ein Pech habe mit den Dingens, ne? Ich weiß nicht, was mit diesen NPCs hier abgeht. Sind die auch so cool drauf wie in Sun and Moon und so, wo dir jeder was schenkt? Oh, warte mal. Falls Cancer auf seiner Reise vom rechten Weg abkommen sollte, dann hilf ihm. Okay, warum, was sollte ihn von seinem Weg... Wird der Typ böse? Wow. Oh, anscheinend ist das das Zimmer von ihm. Und das ist seine Mutter und sein Vater? Yo, kein Wunder will er stark sein, wenn sein Vater so ein Karatekämpfer ist, Alter. Mit dem Ziel verfolgt. Okay, krass. Wow, der hat viel coolere Eltern. Und warum hat er einen Vater und warum ich nicht? Sind unsere Eltern auch geschieden oder? Oh Mann, ey. Also immer diese Einzelkind-Geschichte. Ich will endlich in die Trainerschule. Es gibt so viel, was ich lernen will. Dann geh doch einfach rein. Sie ist hinter dir. Aber ich denke mal, wir können da leider noch nicht hin. Manchmal greifen wilde Pokémon auch Menschen an. Holy shit. Hört sich gefährlich an. Wie viele Pokebälle haben wir? Wahrscheinlich. Oh, 10 Stück sogar. Okay, cool. Dann würde ich behaupten, fangen wir unser erstes Pokémon vielleicht noch in dieser Folge? Obwohl die Folge eigentlich jetzt enden dürfte, aber etwas müssen wir doch noch erledigt haben. Sefi, stopp! Ohne Pokémon kommst du hier nicht weiter. Oh, du hast einen Flunk dabei. Dann kann deine Reise jetzt losgehen. Ich habe ein Geschenk für dich. Tränke, Items, die wir nicht einsetzen dürfen, mit Ausnahme von Ausnahmen. Was haben wir denn hier? Ah, stimmt. Hier gab es immer solche Durchsagen und so ein Kram, ne? Die Stadt Dowsing hinter Route 19 ist für ihren Glockenturm berühmt. Dowsing? Alright, Freunde. Bitte, bitte, seid etwas nachsichtig mit mir. Ich habe die, normalerweise schneide ich ja Unnötiges raus und wenn ich so Städte erkunde und nach Items suche und so weiter,
Bitte seid da ein bisschen nachsichtig. Ich spiele das Spiel blind. Ich habe weder Ahnung, was es hier zu tun gibt, noch wo ich hin muss. Ich würde auch gerne die Städte und so ein bisschen on-screen erkunden, weil teilweise vielleicht Reaktionen relativ interessant sein könnten, da ich halt die Edition, wie gesagt, eben nicht kenne. Und deswegen werde ich das nicht so ganz knackig und würzig und quick machen können wie andere Naslogs, die ich gemacht habe. Sondern das Ganze wird eher ungecuttet werden. Es wird natürlich unnötige Grinding-Montages und so, also unnötige Grinding-Sachen werde ich zur Montage schneiden oder was auch immer, aber größtenteils würde ich mir das Spiel eben gerne angucken und das halt in der Gesamtheit, wenn ich mir schon ein Bild von der 5. Generation machen will. Hey, hierher! Das erinnert mich irgendwie an jeden Tag damals auf Route 1. Ist das nicht Route 1? Ist es Route 19? Also dann, Zeit für ein paar Erklärungen. Die Seiten deines Pokédex füllen sich automatisch, wenn du ein Pokémon begegnest. Ja. Alles cool, alles cool. Dann gucken wir mal, was da drin ist. Holy shit. Felilu. Yo. Bekommt man hier einen Panther-Lily? Panther-Lily. Alright. Okay, wenigstens sind die wilden Pokémon nicht absolut überlevelt. Okay, da bin ich mal... Oh, da bin ich mal sehr gespannt. Also, Leute, ne? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß... Wahrscheinlich die 5th-Gen-Pokémon weiß ich am wenigsten. Kenne ich am wenigsten von denen. Ich bin extrem gespannt, was wir hier alles so antreffen werden. Felilu, Alter. Ist das das Zickzacks dieser Generation? Das wäre ja dann das coolste Zickzacks dieser Generation. Wow, oder das coolste Radfratz dieser Generation oder whatever. Wie schön, ich habe ein Pokémon gefangen. So, okay, dann geh mal auf die Seite, du olle Snitch, und lass mal den Boss durch. mit seiner coolen Cappy. Alright, Freunde, ich würde die Folge eigentlich an dieser Stelle beenden, aber damit wir noch etwas gemacht haben, hier der erste Encounter der Nuzlocke. Und es ist ein Nagelotz. Yo, es ist ein Nagelotz! Ich wusste nicht mal, das ist ein fucking Nagelotz! Wow, okay. Überlebt das Ding ein Tackle von mir? Müsste, oder? Glut ist Stab und ich bin speziell offensiv besser. Das heißt, Tackle, ich habe Minuswesen. Du musst das überleben, mein Freund. Okay, du überlebst sogar zwei. Alright. Will ich noch einen hinterherhauen? Will ich das Risiko eingehen zu kriegen? Digga, das Ding ist auf Level 3, okay? Ich glaube nicht, dass es ausbrechen wird. Ich finde übrigens die Animationen, die Sprites von der 5. Generation extrem interessant. Also ich muss sagen, die sind wirklich gut gelungen. So, für damalige Grafikverhältnisse finde ich die echt gar nicht mal so mies. So, wir probieren dieses Nagelotz zu fangen. Und es bricht tatsächlich aus. Es bricht tatsächlich aus. Holy shit. Okay, jetzt krittet er mich. Okay, mein Junge. Tut mir leid, aber ich muss dich nochmal schwächen. Boots. Okay, das hat gar nichts gemacht. Das war anscheinend ein Low Roll. Yo, wenn du nicht in diesem Pokéball drin bleibst, dann verkacke ich das erste Pokémon. Wir bekommen kein Pokémon für die erste Route. Come on, bleib drin, Alter. Du bist nur ein Nagelotz. Come on. Come on. Come on. Okay, wir haben einen Nagelotz gefangen und ich weiß ganz genau schon, wie ich es nennen werde. Oh mein Gott, cool. Eines dieser vorsichtigen Pokémon steht immer vor ihrem Bauwache. Nähert sich jedoch ein Feind von hinten, ist es aus. Dann ist es aus? Wofür denn? Yo, wird das Nagelotz dann weggesnitcht oder wie? Okay, ich benenne dich. Oh, das ist ein schöner Name. Ich nenne das Ding mal Psycho. Einfach weil Kukumarda, die Entwicklung von Nagelotz, glaube ich zumindest, doch, müsste sein, die absoluten Crazy Eyes hat, Freunde. Oh, Crazy Eyes wäre auch ein cooler Name gewesen. Aber Psycho ist auf jeden Fall passend. Freunde! Oh, oh. Noch ein Nagelotz. Ein Level 4 Nagelotz. Darf ich bitte fliehen? Oh nein, nicht Beutel.
Ich möchte fliehen. Oh, huh, da fühlt man sich schon unsicher, wenn man nur ein Pokémon am Start hat, ne? Beziehungsweise zwei, aber beide davon praktisch tot. Ja, meine Freunde, ich würde behaupten, das war's mit der ersten Folge. Ich gehe jetzt nochmal ganz kurz zurück ins Pokémon Center, heile mich und dann sehen wir uns in der nächsten und zweiten Folge wieder, wenn wir dann mit Puggy und Psycho auf Touren, auf Reisen gehen. Wir gucken uns in der nächsten Folge auch die Stats von unserem Nagelötzchen an und entscheiden dann, wie wir fortfahren. Ich glaube, guck mal da, warte mal. Verwechsel ich das jetzt mit Bidifass? Bidifass wird auf jeden Fall zum Typ Wasser. Ist das gleiche der Fall bei Nagelotz oder bleibt es ein Normaltyp? Ah, wir werden es sehen, Freunde. Wir werden es auf jeden Fall sehen. Freunde, ich danke euch. Ich danke euch fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr seid genauso gehypt auf die fünfte Gen wie ich. Ich liebe Pokémon und ich freue mich enorm, mal wieder eine komplett neue Generation spielen zu dürfen. Ja, was gibt's eigentlich mehr dazu zu sagen? Es ist alles gesagt, ich habe alles am Anfang des Parts mehr oder weniger erwähnt. Ich bin sehr gehypt auf das Spiel. Falls ihr weitere Nuzlocke oder Egglocke sehen wollt, guckt in die Playlist rein, unbedingt. Die sind richtig zu empfehlen. Falls ihr nichts mehr verpassen wollt und ihr es noch nicht habt, dann abonniert doch den Kanal. Und falls ihr nach Schlingel-Merch Ausschau haltet, im Black and White Style, dann auf jeden Fall ebenfalls in der Videobeschreibung zugucken. Guckt und lest euch die Regeln durch. Stay tuned. Gebt mir ein paar Tipps, was für, ich würde mal sagen, Pokémon ich vielleicht fangen könnte. Und vor allem, ich bitte schon jetzt jemanden darum, zu gucken oder sich aufzuschreiben, wo wir denn noch keine Pokémon gefangen haben. Das wird wahrscheinlich am Ende des Spiels wieder sehr relevant werden, falls uns ein paar Pokémon wegsterben, was ich nicht hoffe, aber es wird wahrscheinlich passieren. Einfach damit wir immer ein schönes Team bereit haben. Versucht nicht allzu sehr zu spoilern, Freunde. Und freut euch mit mir gemeinsam auf dieses neue Projekt. Ich sehe dich, euch in der nächsten Folge. Wir sehen uns. Euer Sephiron. Bye.